Guten Morgen, Freunde. Heute wollte ich ganz kurz berichten, welche Leistung unsere Gartensolaranlage nach 1 Jahr und 3 Monaten tatsächlich gebracht hat. Ob es sich lohnt oder nicht lohnt. Und am Ende muss es jeder selbst entscheiden. So, heute ist es leicht bewölkt. Also milchig weiß, sagen wir so. Für die Leistung umso besser. Das heißt, wenn die Sonne voll scheint, wenn der Himmel blau ist, dann bringt die Anlage weniger Leistung, weil sie zurückregulieren muss, als wenn es so wie jetzt leicht bewölkt ist, die Sonne trotzdem scheint, dann bekommt man auch mehr Leistung. So, schauen wir mal, dass die Anlage bei uns tatsächlich bringt. So, hier haben wir den Zähler. Also momentan werden 550 Watt eingespeist. Wir haben jetzt in etwa 10:30 Uhr morgens. Und nach 1 Jahr und 3 Monaten hat die Anlage 1256 Kilowatt eingespeist. Also das ist schon eine ganze Menge. Das muss man sagen, das ist schon viel. Allerdings ist das eine 1250 Watt Anlage. Das heißt, grundsätzlich sagt man dazu, im Jahr müsste die etwa 1100 Watt einbringen. Also etwas weniger als die Nennleistung. Da sie bei mir aber nicht optimal angebracht ist und einfach nur auf den Gartenhäuschen und die Einstrahlung nicht immer optimal ist, finde ich das schon sehr gut. So, 238 Volt werden momentan gepulst, damit das Ganze auch im Haus eingespeist werden kann, damit es höher ist als die Netzspannung. 2,3 Ampere werden gerade eingespeist an Strom und 540 Watt. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Also wenn sich überlegt, eine Anlage zu kaufen, die tatsächlich den Strom direkt ins Haus einspeist, das heißt ohne Umwege, direkt von der Solaranlage ins Haus und dann direkt verbraucht wird, der ist mit so einer Anlage gut beraten. 1000 Watt wären super. Also ich bin damit super zufrieden. Anderen Seite 2 Stück. Ich kann das Ganze auch jedem weiterempfehlen, der da tatsächlich was machen möchte. Ja, früh am Morgen schon 550 Watt, die eingespeist werden, ist ja super. Wir haben heute den 22.08.2017. Das heißt, grundsätzlich haben wir auch Hochsommer, also im Winter wird es natürlich auch weniger sein, ist verständlich, aber für den Sommer, für früher Morgen ist das super. Ja, das war's schon. Hoffentlich scheint die Sonne weiter so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.